Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer einer weiteren Folge des Interviews for Future, dem Podcast der Scientists for Future Leipzig. Eventuell auch Zuschauerinnen und Zuschauer bei YouTube, da kann man mal kurz winken. Hallo. Und hallo auch Laura Merritt, die ich heute eingeladen habe. Und zwar, ich würde jetzt erstmal schauen, was man so grob über dich sieht, sagt, wer du bist. Du bist Kommunikationswissenschaftlerin, hast einen Doktor der Philosophie, ist richtig? Ja. Und bist auch Lachforscherin, in der feministische Linguistin habe ich gelesen, Autorin, Herausgeberin und so weiter und so fort. Was natürlich für unser Thema schon mal interessant ist, was natürlich nochmal ein bisschen den Blick erweitert oder auch wieder nochmal eine andere Seite ist. Wenn man dich jetzt so sucht, dann findet man einen Shop und da kann man sehr viel Sexspielzeug kaufen. Und dann bist du auch noch die Be Hauptbegründerin oder Mitbegründerin der Poor-Yes-Bewegung. Und da war jetzt hoffentlich kein Fehler drin. Nein, das ist richtig. For yes, also nicht for no. Wir sind schon auch for no, aber wir sind auch for yes. Also kein Widerspruch, sondern durchaus eine miteinander einhergehende Koalition, Kooperation, wie auch immer man es nennen möchte. Also für positive Bilder der Sexualität. Und zu dem Shop wäre mir noch wichtig, dass es also nicht nur die Sextoys gibt, weil feministische Sexshops zeichnen sich tatsächlich dadurch aus, dass sie ganz viel Wissen vermitteln. Und ich war so mehr oder weniger die erste in Europa, die da also ganz groß die Türen aufgemacht hat und gesagt hat, so hier, das ist jetzt ganz wichtig, sexuelle Informationen zu allen möglichen Themen, zu Politik und Gender und Sexualität natürlich. Genau, habe gesehen, das sind auch immer wieder Veranstaltungen, Kurse, Ja. Workshops und so weiter. Und auch, wie du selber sagst, in einem schönen Spektrum. Also thematisch natürlich drangelehnt, aber in einem schönen weiten Spektrum. Ich finde gerade Poor Yes ist eine ganz gute Überleitung zu dem Grundgedanken, wie wir hier zu diesem Interview gekommen sind. Mal für die, die es nicht kennen, nie von gehört haben, Poor No war mal eine Bewegung, die gesehen oder gesagt hat, was ja, jetzt würde ich aber sagen, einfach auch stimmt, dass die meisten Pornos, also wir reden jetzt hier klassisch von Pornos, die man sich auf irgendwelchen Plattformen anschaut und so weiter und so fort, dass die halt ein Frauenbild haben, das mal verkürzt oder unterspitzt gesagt nicht so ideal ist. Also benutze die Frau und wirf sie weg, um es mal anders zu sagen. Und diese Porno-Bewegung wollte dann Pornos grundsätzlich verbieten. Und das war in einer Zeit, wo du da schon auch feministisch aktiv warst. Aber du siehst die Sache ein bisschen anders. Und was wünscht sich denn Poor Yes? Naja, das ist ja eine große und lange Diskussion gewesen in den 60er, 70er, als wirklich diskutiert wurde, wieso in dieser Gesellschaft so eine Gewalt herrscht, also auch eine strukturelle Gewalt. Ja? Also es war eine klare Patriarchat- und Kapitalismusanalyse. Und die frauenbewegten Menschen haben sich hingesetzt und das analysiert und eben auch gesagt, so momentan würden wir, also ein Teil hat gesagt, wir würden am liebsten jetzt mal Pornos verbieten. Das war aber nur eine Fraktion. Es gab ganz, ganz viele, weil es wirklich in allen Dimensionen diskutiert wurde. Also auch, wie prägt es unser Verhalten, wie prägt es unsere Sprache, wie prägt es die nächsten Generationen, wie können wir überhaupt uns daraus lösen? Und es waren ganz schnell eben auch Feministinnen, die gegen die Zensur waren, die BDSM vertraten, lesbische Frauen, also ganzen Subkulturen eigentlich und sowieso eben auch Hurensexarbeiterinnen, die sofort auch gesagt haben, stopp. Also wenn irgendwelche Verbote erlassen werden, dann sind wir ganz schnell davon betroffen und so war es auch ganz später. Also es gab eine ziemlich große Koalition und da hat sich raus die sexpositive Bewegung gegründet. Die hat tatsächlich in der Porn-Diskussion ihren Ursprung. Und die eben klar gesagt haben, das eine ist, wo sind wir dagegen? Und das andere ist aber auch, wofür sind wir denn? Also, wo wir dagegen sind, sind wir uns alle einig, aber wofür sind wir? Und das war so der Beginn eigentlich, dass man der Frau gesagt hat und unter anderem, das finde ich immer ganz wichtig, auch die Frauengesundheitsbewegung, die ja Aufklärung betreibt, auch über die Sexualorgane, über die Wollustorgane, über Potenzen.
Fans von allen Geschlechtern. Das würde ja alles unter Pornografie fallen, wenn ich Aufklärung mache. Ja, und da haben die gesagt, nee, wir brauchen wirklich positive Bilder, wir brauchen eine andere Sprache, wir brauchen andere Verhaltensweisen, wir müssen uns dekonditionieren und gleichzeitig aber auch positive Bilder, Sprache, Worte anbieten und das eben auch wiederholen, damit wir da auch das langsam auch internalisieren, also genauso wie alles andere ja millionenfach permanent über Social Medias und über das Internet auf uns reinrieselt, brauchen wir eigentlich auch positive Bilder, Wörter und so weiter, damit wir uns daran gewöhnen, dass es auch anders gehen kann. Ja. Und dafür stehen wir. Also Poyes gibt es jetzt seit 12 Jahren. Wir haben gerade wieder ja 12-Jähriges gefeiert, auch in einem Theater. Also wir wählen ganz bewusst einen Weg, wo wir ins Zentrum der Gesellschaft kommen und eben da auch aufklären, dass es wirklich super schöne, konsensuelle, safe, fröhliche, humorvolle, schöne Begegnungen geben kann und gar nicht so fixiert auf eine Sorte von Sex sein muss, die ja meistens dann doch penetrativ irgendwie ist, sondern dass man da halt wirklich sagt, so, boah, wie können wir denn auch von diesem Muster mal runterkommen und eigentlich unseren Horizont so erweitern, dass wir viel mehr Freude haben und tatsächlich unseren Körper, unsere Seele, unseren Geist, also dieses ganzheitliche Wesen, das wir ja sind, auch mal mit einbeziehen. Das ist Poyes. Also da gibt es mittlerweile ganz viele schöne Beispiele und wir versuchen auch immer die Generationen zusammenzubringen, also dass man auch sieht, das ist jetzt nicht eine neue hippe Bewegung, die zwar jetzt sehr aktuell ist, also die Wellen schlagen hoch und das ist schön, aber die gibt es ja schon ein paar Jahrzehnte und da gab es schon tolle Leute, die tolle Arbeit geleistet haben und das ist auch ein Anspruch von uns, dass wir diese Geschichte, diese Leute, diese VorarbeiterInnen, diese PionierInnen eben auch klar benennen und sagen, hier, das ist unsere Geschichte, es ist eine sexpositive Geschichte. Also wir schreiben im Prinzip die Geschichte auch neu oder um. Ja, würde ich jetzt erstmal sagen, interessant, aber hat ja mit dem Klimathema nichts zu tun. Also könnte man den Podcast jetzt direkt beenden, wir unterhalten uns privat weiter, weil spannend ist es ja das Thema und auch wichtig. Abgesehen davon ist es vielleicht auch nicht schlecht, das auch mal in Rahmen, wo es jetzt nicht direkt reinpasst, mal platziert zu haben, aber das ist ja gar nicht das Ziel. Wir wollen jetzt gar nichts hier platzieren, was grundsätzlich nichts mit dem Thema zu tun hat, sondern ich mach's mal ganz offen, weil ich hatte dich ja angefragt mit einer Gedanken eigentlich nur, der diese der eine Analogie aufmacht, nämlich diese Analogie zwischen dem von Anfang an beschriebenen klassischen Porno mit die Frau hat weniger Wert, die hat nur den Nutzwert einer Sache, eines Objekts und, ne, und für die Befriedigung, für den Sex, für das Glück, für das, was der Mann jetzt will. Also der Mann will jetzt etwas und sucht sich, okay, dann bin ich jetzt heterosexuell, dann nehme ich mir die Frau und lege die mir zurecht, benutze die und dann weglegen. Und diese Analogie finde ich halt, also ich finde es nicht schön, dass es so ist, aber ich finde diese Analogie anschaulich, sagen wir mal so, zu dem, wie wir auch an einer patriarchal geprägten Gesellschaft ja eben mit der Natur umgehen. Und das ist ja genau das gleiche Verhaltensmuster. Zu sagen, okay, ja, ich habe hier jetzt ein Waldstück, das benutze ich jetzt. Ob das dem Waldstück Spaß macht, gerodet zu werden oder nicht, ist mir erstmal egal als Firma. Ich habe jetzt den Nutzen und danach entweder benutze ich es halt weiter und halte es so in Ordnung, dass ich immer wieder mal aus der Schublade ziehen kann quasi, benutzen kann, oder werfe es dann halt auch weg und das ist mir egal. Das könnte jetzt einfach mal nur eine Analogie sein, die zufällig ist, aber du hast ja dann ein bisschen drauf angesprungen. Jetzt sitzen wir hier und machen das Interview. Wie siehst du denn diese Analogie? Naja, das sind natürlich Analogien, die innerhalb der Frauenbewegung sehr oft schon diskutiert worden sind. Mhm. Also gerade in den 80ern, würde ich mal sagen, war das so eine Zeit, wo viel gesagt wurde, also mit der Natur wird genauso umgegangen wie mit Frauen. Und natürlich ist das eine Ausbeutung, ne? So die Natur ist immer da, die regeneriert sich immer, ne? So man greift immer auf sie zurück, wir brauchen sie, es ist die Basis, aber sie wird nicht wertgeschätzt, sie wird nicht honoriert, es wird eigentlich auch nicht gut mit ihr umgegangen, es ist kein konsensuelles Vorgehen. Ja, also das wurde gerade in den 80ern sehr doll diskutiert. Und natürlich ist da eine Analogie und ich würde sogar noch weitergehen, also dass es nicht nur um die Natur geht, sondern dass
dass die Frauenbewegung als soziale Bewegung sehr, sehr stark schon darauf hingewiesen hat, dass alles miteinander zusammenhängt. Ja. Also wenn man den Sexismus oder das Patriarchat analysiert, dann kann man ja am Kapitalismus nicht vorbei, sondern das geht ja Hand in Hand. Genauso wie Krieg, ja, also die Ausbeutung von Menschen und des Planeten, also einfach diesen ganzheitlichen Ansatz. Und der ist ja sehr früh schon erkannt worden. Und ich finde es auch schön, wenn wir jetzt da nochmal mehr den Zusammenhang ziehen. Und es gibt schon auch also neuere Flügel, die sich noch mal ein bisschen mehr damit beschäftigen. Aber ich bin ja schon immer eine, die gerne darauf hinweist, dass einfach Diskussionen sind, die alt sind. Und in den 80ern war das schon so, diese Analogie von Frauen und Natur wurde auf der einen Seite natürlich auch so ein bisschen in die ESO-Ecke gelegt. Ne? Dann wurde natürlich auch darauf hingewiesen, dass es eine sehr konservative Haltung ist. Und das Dritte war, dass ihnen, dass diesem Flügel auch Biologismus dann vorgeworfen wurde. Also die Frau als Natur und also da diese Analogie, das ist natürlich so ein bisschen so. Und natürlich kann man sagen, genauso wie Natur nicht einfach Natur ist, sondern eben auch, ne, wo ist Natur, Kultur, also wo fängt es an? Oder auch, ich meine, wir beuten ja auch Steine aus, Sand, aber halt auch Tiere, Pflanzen. Ne? Also das ist ja auch ein riesiges Spektrum, wo man jetzt auch wieder sagen würde, Genau. Aber letztendlich die Erkenntnis, dass man jetzt nochmal viel stärker darauf ausgeht, dass man sagt, Natur lebt, ja, oder Steine leben, Pflanzen leben, Bäume sind untereinander vernetzt, ja, also die Pflanzen kommunizieren untereinander, das kommt ja jetzt erst langsam so ein bisschen mehr raus. Ja, also da, wo früher die Leute ja wirklich als totale Spinner ihnen bezeichnet wurden. Gaia-Theorie, ne? Zum Beispiel, die ja sehr oft sehr esoterisch auch angewandt wird. Und man, also wenn ich Gaia-Theorie sehe, dann geht bei mir schon immer auch so eine kleine Antenne hoch, die sagt, oh, mal schauen, was da jetzt kommt. Ja. Aber es gibt natürlich auch handfeste Forschung, die genau diese Vernetzung der Bäume zum Beispiel, die du sagst, die sich gegenseitig vor Schädlingen, vor Brand warnen tatsächlich durch Botenstoffe und so weiter. Also, ja. Und ich glaube, dass da viel in den 70ern, 80ern sehr, sehr, sehr viel schon angedacht wurde und schon erforscht oder diskutiert wurde, was jetzt langsam nochmal stärker rauskommt. Und natürlich hast du immer, also wenn du mit sowas mit konservativ, also was ist konservativ? Ne? Und bewahren eigentlich. Also, ja, genau. Turbokapitalismus also nicht. Nochmal differenziert zu betrachten, finde ich total wichtig. Also nicht gleich konservativ, gleich rechts, sondern ne, genau wie du gerade sagst, konservativ heißt bewahren, heißt auch also drauf gucken, nur so Traditionen, das ist das eine, nur so wie können wir die nur ein Stück weit erhalten, aber auch weiter tragen. Also es ist ja auch immer kontextgebunden. Ne? Aber da das ist natürlich auch in einer Gesellschaft oder in Zeiten, wo so polarisiert wird, ist das auch schwierig. Ja, also da, deswegen appelliere ich auch gerade jetzt nochmal viel mehr zu differenzieren bei allem. Ja, also oppositionelles Denken. Und auch das ist was feministische Wissenschaften immer anklagt. Oppositionelles Denken bringt nicht weiter, sondern macht Fronten. Also wir haben viel mehr davon zu gucken, also kontextabhängig differenzieren, wirklich ganz genau gucken, was bedeutet was und nicht gleich so schwarz auf weiß aufeinander. Ja. Ich würde nochmal, also mit der Gefahr hin, im Fettnäpfchen zu ertrinken, würde ich nochmal auf die Verbindung, also dieses Bild, Frau ist Natur, jetzt gegenüber Mann ist Technik meinetwegen, lassen wir außen vor, zurückkommen. Weil ich finde das gar nicht so eine schlechte Verbindung. Also es ist ja urgeschichtlich. Also diese Verbindung Frau ist Natur kommt ja vor allem daher, dass wir unser Leben aus der Natur geholt haben, also Essen holen und so weiter, und dass das Leben aus der Frau kommt, das Gebären. Und es gab ja, oder immer wie, also ich müsste es tief recherchieren, aber es gibt ja teilweise Urvölker, bei denen es, wenn es die heute noch gibt, oder ich glaube, die gibt es nicht mehr, aber so war, dass denen teilweise noch nicht mal der Zusammenhang klar war, dass der männliche Samen da überhaupt einen Anteil hat. So. Was wir natürlich haben, ist
Bin ich ganz bei dir, wenn man sagt, Frau gleich Natur, dass das in unserer heutigen Gesellschaft eine Entwertung der Frau ist, aber weil die Frau, die Natur ja auch entwertet ist. Also man sagt ja, Natur schön und gut, ne, ist ja alles ganz nett, so ein Blümchen da auf dem Schreibtisch und was weiß ich, ne, oder mal irgendwie in die Wälder zum Urlaub, aber wirklich was Handfestes, das ist halt schon eine Firma, das ist halt ein Parkplatz, das ist halt schön Geld machen, Dividendenaktien. Das ist ja so diese, ich sag mal, patriarchal, alte weiße Mann-Vorstellung des Lebens der Welt. Und ist das nicht vielleicht auch eine Chance, also dass man dabei bleibt, zu sagen, okay, wir lassen dieses Bild, Frau ist symbolhaft Natur oder Natur symbolhaft Frau, und wir sollten jetzt verdammt nochmal lernen, das mindestens auf Augenhöhe zu schätzen. Oder wird es da schwierig? Also, weil ich meine, diese Verbindung ist natürlich, also ich würde fast sagen, fast jede Verbindung, Frau, was auch immer, ist so ein bisschen Frauen klein haltend, aber weil das ganze Patriarchat darauf ausgelegt ist, Frauen klein zu halten. Ja, aber ich würde dann noch mal gerne betonen, dass nicht die Frau die Natur ist. Also wenn du zum Beispiel in matriarchale Kulturen zurückgehst oder auch heute noch, es gibt ja noch matriarchale Kulturen, das wird ja schnell verwechselt mit das Gegenteil von patriarchal, das ist es aber nicht, sondern da werden die Mütter geehrt. Und es geht eigentlich darum, also um diesen ganzheitlichen Kreislauf. Also, also Frauen gebären und dann kommen nur die nächsten Generationen und dann wird auch gestorben. Und diese Chila Nagix zum Beispiel oder die Baugos, das sind ja diese Göttinnen, die sowohl einen Totenkopf haben als auch die große Möse, die große Vulva, also wo sie gebären und wo es eben auch in den Tod wieder zurückgeht. Und das ist aber nur symbolisch an der Frau festgemacht, ne? Also an dieser Klar, logisch, Vulva. Und gleichzeitig ist aber diese ganze Gesellschaftsstruktur in einer ganzheitlichen Weise betrachtet. Das heißt, dass natürlich auch die Natur, die Felder, die bestellt werden, dass die eben auch das machen die feministischen Ökonominnen, die Bielefelderinnen haben das auch in den 80ern gegründet. Also die wirklich genau hingucken, wie viel darf da angebaut werden, also Dreifelderwirtschaft oder also im Kreislauf, dass die auch ruhen müssen, welche Kombinationen sind da wichtig. Und es war überhaupt nicht so und es ist auch nicht so, also dass die Männer diese Arbeit verrichten und die Frauen diese, sondern auch innerhalb von matriarchalen Kulturen gab es alle möglichen Formen. Aber was vielleicht viel wichtiger ist, dass die Kindererziehung bei allen lag. Ja, also das gibt auch dann den Frauen nicht diesen biologischen Touch von Frau gleich Natur, sondern sie haben geboren, sie gebären, ja, aber die ganze Struktur ist anders angelegt und da gibt es halt eben auch nicht so diese Eigentumsvariante, sondern es wird halt mehr für die Community, also für die Allgemeinheit auch geguckt. Und das ist eine ganz andere Struktur. Und da würde ich sagen, ja, da kam, also wenn man das als so eine egalitäre Struktur betrachtet, weil Geschlechter da egalitär gehandhabt werden, und das auch jetzt Studien gibt, die ganz klar sagen, also da, wo die Geschlechter egalitär angeordnet sind, da gibt es auch mehr Frieden und die Natur wird stärker berücksichtigt. Was heißt ja stärker? Sie ist Teil des Kreislaufes. Ja, das ist nicht stärker, sondern es ist einfach eine ganz andere ganzheitliche Auffassung von Leben. Und das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Insofern ist es Feminismus. Genau. Naja, ich meinte damit auch gar nicht, dass wir das so ganz eng gezurrt in unserer heutigen Gesellschaftsstruktur, die wir jetzt, also in die wir hier gerade leben, weil das, was du beschreibst, das sind natürlich Ideale, die es gibt hier und da, gar keine Frage. Oder zumindest besser als unsere Struktur. Aber die sind ja für die Klimafrage relativ irrelevant, zumindest aktuell. Also als Vorbild ist das eine andere Sicht, eine andere Geschichte. Und das meine ich halt irgendwie, weil ich sehe unsere Gesellschaft auf sehr vielen Punkten kritisch. Und das ist jetzt, da Klar. können wir jetzt sagen, dann machen wir jetzt noch 10 Stunden Monologen, dann haben wir vielleicht die Hälfte der Punkte mal so erwähnt. Aber wo fängt man an? Und das wäre so ein Gedanke eben gewesen. Also ist der Hebel da nicht klar gut? Also
Ich denke, also es gibt nun mal auch viele Frauen, die das nicht begreifen, ne? Aber sie Klar. begreifen, genau, aber sie begreifen, das ist ein Kern deiner Arbeit, Frauen zu überzeugen und aufzuklären, aber Alle trotzdem, Gender. genau, ja, aber auch diese Frauen begreifen ja, dass sie Frauen sind. Und ich kann mir halt vorstellen, dass wenn dieses Bewusstsein, hey, was da mit der Natur gemacht wird, ist irgendwie analog zu dem, was mit uns gemacht wird, dass das halt zu einem, sag ich mal, deutlich erweiterten Rage gegen diese Situation, diesen Umgang mit der Natur führen kann, der natürlich dann weiblicher ist, weil der Mann hat in allem, wie wir die Welt haben, oder gehen wir 30 Jahre zurück, meinetwegen noch, heute ändert sich ja viel, hat der Mann immer gewonnen, wenn er es schnell macht und Deckel drauf und läuft jetzt so, wie ich sag. Und das ist ja, wohin das führt, das sehen wir. Das führt zu Kriegen, das führt zu Hunger, das führt zu kaputten Landstrichen. Das einfach, dass man also vielleicht gar nicht im ersten Schritt, also mir geht es wirklich um den Klimagedanken dabei, ne? Im ersten Schritt gar nicht so schaut, okay, lösen wir jetzt das Problem auf, dass Männer und Frauen anders betrachtet werden, sondern lösen wir erstmal das Problem, dass die aktuelle Betrachtung der Frau, die halt nun mehr so diese Naturbetrachtung ist, einfach mal diesen Wert erfährt, die ihr auch gehört. Damit eben dann die Natur. Ich finde es gefährlich, weil es geht in die biologistische Ja, Runde und okay. das finde ich nicht gut. Okay, ja, nachvollziehbar, ja. Also ich denke, der Hebel auch zum Klimawandel ist tatsächlich eine egalitäre Gesellschaft im Sinne von, die Geschlechter sind gleichberechtigt. Und gleichberechtigt heißt ganz klar, dass Männer sich auch um den Nachwuchs kümmern. Also das, was, wenn du diese Fürsorgequalität, was jetzt ja ganz viel diskutiert wird, wenn die auf alle Menschen übertragen wird, dann ist dieses fürsorgliche Verhalten nicht nur gegenüber den Kindern, sondern natürlich auch gegenüber der Umwelt und der Natur. Und das sind Zusammenhänge, die die Menschen sehr schnell verstehen. Ja. Und das heißt auch, ich will das Beste für mein Kind. Ja, das heißt, ich will es gesund ernähren. Ich will gucken. Ja, also ich verstehe, dass wenn ich mich auch gesund ernähre, dann ist das für alle besser, ja. Wenn ich mich besser kennenlerne und auch ein anderes Bewusstsein dafür kriege, wie Gemeinschaft funktioniert, dann behandle ich die Natur auch wieder anders, ja. Also das hängt ja miteinander zusammen. Also dieses eigentlich sehr tiefe Bedürfnis nach Miteinanderleben, was wir alle haben, wird ja durch Kapitalismus und Patriarchat doch sehr individualisiert auseinandergedriftet und dann gegeneinander ausgespielt, ja. So, und vor allen Dingen entfremdet. Wir sind ja dann gar nicht mehr in der Lage zu sehen, wie wird denn überhaupt produziert, was passiert eigentlich genau, sondern wir kaufen einfach im Internet und zack. Ja, also wir sind entfremdet, genauso wie dann viele von ihren Kindern einfach, vor allen Dingen Männer von ihren Kindern entfremdet sind, weil ein Teil sich drum kümmert. Da sind wir jetzt schon ein bisschen weiter, aber das hängt ja alles miteinander zusammen. Und das ist der Hebel. Also ich denke nicht, also indem wir so sagen, Frau gleich Gebärmaschine, das ist ja auch wieder Das ein jetzt nicht. kapitalistischer Gedanke, ja, patriarchale und Mann eben irgendwie anders, das funktioniert nicht. Das hat noch nie funktioniert. Na, also Frau Beispiel, so war es jetzt auch nicht gemeint, ne, sondern eher so dieses, aber ich weiß, was du meinst, ein guter Punkt. Also das bringt mir ein interessantes Ding, weil was mir jetzt auch letztens gerade mal wieder aufgefallen ist, wo man natürlich auch wieder bei dieser Punkt wäre, wo man sagt, da wird einfach noch künstlich getrennt. Das ist dieses Symbol in der Klamotte des seriösen Machthabers, das ist der männliche Anzug. Also es gibt auch Hosenanzüge, ne? Angela Merkel, bestes Beispiel. Aber der männliche, also dieser ganz klassisch männliche Anzug, der ist natürlich auch ein Symbol für. Und den als Frau zu tragen, ist heutzutage zumindest ja, also, ne, da lass mal irgendwie jetzt Annalena Baerbock auf ihrer ersten Reise einen ganz klassisch männlich geschnittenen Anzug tragen. Dann können wir wissen, was im Blätterwald rauscht. Aber gerade in diese Richtung gedacht halt, dass man sagt, okay, warum nicht? Also, warum sollte das nicht möglich sein? Und wer geht voran, um dann halt eben nicht, dass man es jetzt muss, vielleicht auch anders, man kann auch mal einen Rock tragen, aber. Na, das halt auch diese Symbole quasi, die sich das Patriarchat ja sehr hart greift und nicht hergeben will. Symbole für Macht. Man behält die Macht, hat das Symbol, die Krone auf, den Anzug an. Es gab Zeiten, da durfte die Frau keine Krone aufsetzen in vielen Regionen. Ne? Es gibt Zeiten, da ist es verpönt, einen Anzug zu tragen. Also, dass man vielleicht auch da reingehen und sagt, okay, wer macht denn den ersten Schritt? In dem Fall natürlich eine Frau.
um dann auch die Bilder anzugleichen. Ja klar, es geht ja gar nicht anders. Also nur Frauen müssen ja an die Macht erstmal kommen. Und du kommst nicht an die Macht, wenn du nicht erstmal die Insignien der Macht, der herrschenden Macht, auch mit übernimmst. Ja, deswegen hat natürlich Frau Merkel auch einen Hosenanzug an, ja, und läuft nicht im Kleid herum. Ja. Das ist ja ganz klar. Aber wir haben ja mittlerweile auch durchaus sehr mächtige Personen wie die Präsidentin in Neuseeland, die sich sehr deutlich auch äußert und auch für Umwelt, für Kinder, die ihr Kind mitbringt. Also da sind ja schon, also in Ländern, die da einfach schon ein bisschen egalitärer unterwegs sind. Schweden, ne? Also da ist einfach paritätisch Männer und Frauen. Und da läuft einfach ganz, schon was ganz anderes ab. Und das heißt nicht, dass die nicht auch noch kapitalistisch gut unterwegs sind. Ganz und gar nicht. Aber gleichzeitig ist ja ein Sozialstaat oder ein Wohlfahrtsstaat doch sehr ausgeprägt. Und der erlaubt dann wiederum auch viele andere Möglichkeiten, wo alle mit einbezogen werden, wo es einfach einen sozialeren Frieden gibt, die Klassengesellschaft nicht ganz so groß ist, und wo auch alle mehr darauf achten, die Umwelt gut zu behandeln. Ja. Und Genau, eben, das ist also ja. das kann man richtig vor Ort sehen. Das ist was ganz Sichtbares. Das ist ja in Neuseeland tatsächlich auch. Also, ich müsste jetzt auch nochmal gucken, aber da gab es doch, glaube ich, auch ein paar Entscheidungen jetzt wieder in irgendeine Richtung, wo man sagt: Okay, hu, wäre bei uns auch nicht schlecht, wenn es mal käme. Also eine Konsequenz, die wir halt noch nicht an den Tag legen. Ja. Hast du da Hoffnungen jetzt mit der neuen Bundesregierung, die ja weiblicher ist auch als die vorherige? Naja, also mit Frauen allein ist ja die Welt nicht gerettet, ja. Klar. Schön wär's. Aber so funktioniert es ja nicht. Also da Ja, aber das ist es natürlich. Gleichgewicht ist ja in der Regierung an. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt eine Männerregierung haben, jetzt haben wir eine Frauenregierung, sondern es ist ja Ja, eine fast nur Männerregierung mit Angela Merkel an der Spitze ja. und die jetzt in eine doch diversere Regierung rein sich Das bewegt. ist auf Also. jeden Fall zu begrüßen. Und ich denke auch, wenn auf jeden Fall, wenn mehr Frauen und auch andere Gender mit in der Regierung sind, dass da was anderes passiert. Wichtig ist einfach, dass auch wirklich Vertretende von den sozialen Bewegungen drin sind. Ja? Also das ist ja wie, und die auch gehört werden und dass es umgesetzt wird. Also das ist ja nach wie vor eigentlich das Schwierigste auch. Also wie kommen wir gegen die großen kapitalistischen Interessen, gegen die große Lobbyarbeit einfach an? Also ne, Wohnungen, das ist ja genau das Gleiche. Ja, also eine Stadt, die mehr Fahrräder, nur also mehr Luft einfach auch lässt, und die Autos einfach. Wenn wir die Autos rausmachen, dann muss man aber auch gucken, nur wie geht es mit den bewegungseingeschränkten Menschen? Also wie sind die wirklich die Leute, die es schwer haben, ja, die auch oft diskriminierte Gruppen, marginalisierte Gruppen, also wie können wir die auch mit einbinden? Es geht nicht einfach nur jetzt, ne, alles muss raus. Ja, also das mit einzubeziehen, finde ich nach wie vor schon eine Herausforderung. Und ja, ich denke auf jeden Fall, dass wenn mehr Frauen in die Regierung, ist auf jeden Fall ganz klar die Aussicht, dass es dann sozialer und umweltpositiver wird. Ja, ganz klar. Zumal es ja auch diese grundsätzliche Wir gegen die Machtstruktur des Patriarchats aufbricht. Denn das ist ja, ne, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, hätten wir jetzt mal den Schrecken gehabt, dass ein Friedrich Merz, der die Vergewaltigung in der Ehe, ne, du kennst die Nummer höchstwahrscheinlich, wenn der jetzt unser Kanzler wäre mit seinem Schattenkabinett, wird es natürlich in eine andere Richtung gehen. Das ist halt übrigens interessant, die Analogie von der anderen Seite nochmal betrachtet oder in der Realität betrachtet. Also Bolsonaro. Bestes Beispiel hat über die Abgeordnete Maria de Rosario gesagt, sie verdient es nicht, vergewaltigt zu werden, weil sie sehr hässlich ist. Sie ist nicht mein Typ, ich würde sie nie vergewaltigen. Das ist das Mindset von Bolsonaro Frauen gegenüber und das Mindset von Bolsonaro gegenüber Natur und eben aber auch indigenen Völkern. Also diesen Ding ist natürlich, ist das was? Also mir kommt da immer so ein bisschen das Gefühl auf, so okay, solche Leute haben erstmal nichts gegen Frauen, nichts gegen Indigene und so weiter und so fort im Kern, sondern eine unglaubliche Angst vor Kontrollverlust und alles, was so ein bisschen anders ist als ich, eine Frau ist anders als der Mann, vor allem in einer
Gesellschaft, wo das auch noch gesellschaftlich getriggert wird und verstärkt wird. Ein Indigener ist eine andere Kultur als ich, ne? Dass so einer dann einfach auch aus einem Angstreflex raus reagiert, was es nicht besser macht, wohlgemerkt. Einfach nur mal Analyse. Bauchgefühl, weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es nur um dieses anders geht. Also ja, wahrscheinlich Also ist das schon alles, was fremd Unbeherrschbarkeit, ist, ne? ist offenbar beängstigend. Aber das muss ja nicht so sein. Und ich denke schon, dass es auch Zeiten gab, wo alles, was anders war, erstmal interessant war oder erstmal so, ach, oh, wow, interessant. Also, ne, Diese mit Leute gibt es ja heute auch. Also ich meine, du zum Beispiel, ich bin auch jemand, der sagt, okay, ist anders interessant, schau mal erstmal hin. Aber diese Typen, die halt genau nicht so sind, so gestrickt sind wie so ein Bolsonaro oder auch Donald Trump, da könnt ihr mich jetzt auch ein paar Zitate rauslassen, die nicht nett sind. Lassen ja, wir. aber für die ist nicht dieses anders, sondern es ist tatsächlich diese Hierarchie, dass sie die höchst entwickelsten weißen Suprematen sind. Das heißt also das auch, dass Frauen einfach eine Stufe drunter stehen und die berufen sich dann natürlich auch auf Anatomie, auf Biologismus, auf Kultur, also nur so, das kann man ja schön füttern. Und Naturwissenschaften, die dann ja immer auch sagen, die Frauen haben ein kleines Hirn, la la la, verkümmerte Organe, also die Hauptfigur ist die männliche weiße Person und alles andere ist irgendwie eine Degeneration, beziehungsweise der weiße Suprema ist die höchste Entwicklung. Ja, also das geht ja in diese Richtung und da ist auch ganz klar, dass, also wenn dann gesagt wird, so, okay, die Frau will ich nicht mehr vergewaltigen, das ist natürlich der größte Sexismus und Rassismus garantiert auch und Klassismus und, der irgendwie gedacht werden kann. Ja, Das weil nur ist so von übersteigt wegen alles, ja. er bestimmt scheinbar und es ist ja totaler Quatsch. Ja, also nur so, da wird ja Gewalt als positiv bewertet, ja. Und das ist ja auch was, wo man dann denkt, so, das kommt aus den Zeiten, wo natürlich eben auch die Ehefrauen vergewaltigt werden durften, weil es ihre Pflicht ist. Und natürlich eben alle anderen Frauen, die eine Klasse tiefer sind, sowieso, ja. Also deswegen meine ich, das ist nicht nur Sexismus, das ist auch Rassismus, Klassismus, alles Mögliche, ja. Und das ist einfach schlimm. Also das sind Gewaltstrukturen, die sich da in solchen Sätzen äußern, die wirklich, wirklich, ja, das ist also da fehlen mir die Worte. Also das ist so, so krass, Ja, ja. da zuckt man Das, schon mit der Hand, da will man gerne Ohrfeige verteilen. Also, nein, also das, oder. ich bin ja gegen Gewalt. Ich komme aus Bayern, klar, Aber verteilt ich man mal eine würde Ohrfeige. tatsächlich, das ist einfach Aufklärung und auch Wissen und also auch nochmal, also auch die Frauen in dem Umfeld stärken, aber genauso eben auch sagen, also wo kommt das denn her? Also das ist einfach so eine wichtige Aufklärungsarbeit, weil das ja nicht nur ein Herr Trump oder wer auch immer dann verkündet, sondern das sind ja durchaus Menschen in unserer Umgebung und wie gehen wir damit um? Ja, genau, Und es wenn das geht dann. nicht mit Gewalt, ja. Vor allem, man möchte ja gar nicht wissen, jetzt dieses Zitat von Bolsonaro, also er hat ja viele Fans und man Ja, möchte ja nicht Erdogan wissen, auch. Weißt du, also nur, das sind ja klar, Menschen hier um die genau. Ecke. Und wie viel das dann ins Privatleben von einfachen Leuten reinfließt dann und so weiter. Man könnte ihm natürlich noch einen Kopf halten, du hast es ja angesprochen, mit diesen leichten biologischen Unterschieden, die Mann und Frau hier und dann ja auch tatsächlich haben, wie die dann schnell zur Waffe gegen die Frau gemacht werden. Also eins Ding, das hast du wahrscheinlich auch schon oft gelesen, wahrscheinlich hast du die Zahlen sogar parat. Ich finde es immer wieder lustig, weil das Durchschnittsgehirngewicht ist ja bei der Frau 1245 Gramm, beim Mann 1375 Gramm, so 100 Gramm mehr oder weniger. Schon steht der Mann da, der die Frau unterwerfen will und sagt so, hä, siehst du, bist ja dümmer. Also gut, Punkt 1 ist, dass die Hirnmasse, also das Gewicht nicht mit der Intelligenz zusammenhängt. Und jetzt kommt was Interessantes. Wenn man es mit der Körpermasse in Relation setzt, dann schneiden die Frauen besser ab. Weil wir Männer haben nur 1 zu 50, also auf 50 Teile Körpermasse kommt nur ein Teil Gehirn. Bei euch sind es nur 46 Teile Körpermasse, bis schon ein Teil Gehirn dazu kommt. Also, ist natürlich, sagt nicht viel aus, ist klar. Aber einfach mal als Gegenargument, also wenn man diese Sprache spricht, also solche Leute sprechen ja diese Sprache, dann bitte sehr, dann sollen sie ihre eigene Sprache ja auch fressen. Oder dass halt der Mann sich auch aus der Frau entwickelt, jetzt rein Ja, im aber auch organischen. da, also das kann man
so zum einen sagen, ne, Quantität heißt noch gar nichts. Das andere ist Genau. ja, wie funktionieren Verknüpfungen? Und es ist ja so, dass also je mehr du Verbindungen ziehen kannst, umso mehr funktioniert ja auch ein Gehirn. Das heißt, wo kann ich denn überhaupt eine Verbindung ziehen? Und dass das in dem Sinne natürlich die Personen sind, die sich um die nächste Generation kümmern, ja, die einfach schon mal etwas voraussehender sind, die sozialer unterwegs sind. Ich komme noch mal auf das Fürsorgliche. Ne, die gucken, dass sie rechts und links auch Freundschaften, Freundinnenschaften haben, damit man zusammen eben auch eine Sozietät entwickelt. Dass man zusammen auch eine Ökonomie vielleicht entwickelt und, und. Also das macht ja die Verknüpfungen, ne? Also wie kann Genau. ich sehen, was miteinander zusammenhängt? Ja, So letztlich auch. funktioniert Auch divers Intelligenz. ist ja letztlich, ne? Je diverser ich mich bewege, desto unterschiedlicher ist es. Es gibt ja auch tatsächlich Studien, die relativ deutlich sagen, dass Dogmatismus, ich glaube, es war tatsächlich bei Rechtsradikalen, hat mal geguckt, dass das auch dümmer macht mit der Zeit. Also genau das Ja. Gegenteil halt, ne? Dass man irgendwie, man fängt schon auf einem Level an, wo man sagt, okay, wenn man schon rechts wird, dogmatisch ist, hat man vielleicht schon ein Problem. Das kann ja auch emotionaler Natur sein. Aber in diesem Strudel zu bleiben, ne? Das ist wie ein Muskel, den man immer weiter einbinde, Das schnürt und ist eine dann. Einschränkung, ja, eine Wird Verspannung genau. letztendlich. Und das finde ich eigentlich auch ein schönes Bild. Also offen zu bleiben für neue Erfahrungen und zu gucken, was kann bereichernd daran sein. Ja, also auch wie ich selbst weiter wachsen kann mit meinen Ansichten, mit meinen Perspektiven. Ich finde ja auch so wichtig, immer wieder zu sagen, ich darf auch meine Meinung wechseln. Ja, das ist ja nach wie vor sehr schlecht angesehen oder ne, so, man muss so im Prinzip treu bleiben oder ich stehe für diese Meinung und so weiter. Und wo ich denke, nein, wir müssen eigentlich dahin kommen, dass wirklich gelehrt wird, du darfst deine Meinungen ändern, du darfst dazulernen, du darfst dich entwickeln. Ja, also dass das viel mehr betont wird, anstatt zu sagen, ne, so, das ist rechts, das ist links, das ist Mann und das ist Ja. Frau. Also das meine ich, das bringt ja gar nicht weiter, sondern wenn, gerade bei den Identitäten ist es ja auch so wichtig, ne, so zu gucken, wie können wir letztendlich fluide bleiben. Und ich finde das gerade in Bezug auf die Umwelt ja auch. Da sage ich schon mal danke, du hast im Kleinen was verändert, weil ich fand ja diesen Gedanken tatsächlich wirklich gut, diese Verknüpfung Frauen-Natur zu nutzen, um die Frauen wütend zu machen, wie mit der Natur umgegangen wird. Aber da habe ich mir den Kopf ein bisschen waschen lassen. Ja, gut, okay, da würde ich. Es ist natürlich auch ein bisschen verkürzt gesagt gewesen jetzt in dem Rahmen, Ja, aber klar, logisch. ein Also. bisschen provokativ. Letztlich ist es ja auch immer, dass man die Sachen sehr verkürzt betrachten muss. Also die Details, die Individualität von Milliarden Menschen kann man in einem Satz, sage ich mal, nicht runterbringen. So. Richtig. Aber ich würde jetzt mal weitergehen, nämlich zum Humor. Also du bist ja auch Lachforscherin und so weiter, Spaß. Und lachst auch viel, es macht auch Spaß, sich mit dir zu unterhalten. Es ist jetzt ist sachlich interessant, aber halt eben, es hat auch, macht auch Freude. Wie siehst du denn das? Weil ich sehe in der Klimaszene, es ist unterschiedlich natürlich, aber so eine grundsätzlich durchaus völlig verständliche Verbittertheit. Also verbittert über die Szenarien, die. Da kann man nur mit dem Kopf schütteln. Es ist unglaublich, was uns bevorsteht. Und zwar auch in absehbarer Zeit. Das ist kaum in Worte zu fassen. Und das frustriert ungemein natürlich. Aber halt dann auch auf der Seite sagen, ja, man versucht immer wieder die Politik anzutreiben, hier und da und dort. Und dann hier in Leipzig zum Beispiel, eine große Klimaszene, macht ganz viel. Und dann kommt da von der Politik. Es gibt gute Leute, so ist es ja nicht. Aber dann teilweise, man kriegt es einfach nicht, es kann nicht wahr sein, sondern es erzeugt viel Frust. Und es gibt einige Leute, die sind halt nicht nur frustriert, sondern man merkt, dass, also ich habe auch mal einen Tag, wo ich an die Wand schaue und denke mir, da habe ich jetzt gerade keine Lust, keinen Witz parat für so. Aber ne, das ist ja auch okay, aber wenn man da drin hängt, also wenn man dann einfach drin hängt, und ich glaube, es sind auch jetzt bei den Zuhörern und Zuhörern ein paar Leute dabei, die da nicht mehr rauskommen oder weniger raus, schwer, leicht rauskommen aus diesem depressiven Bedrücktsein, wie man es nennen mag. Hast du da, ich weiß nicht, Gedankengang, Tipps, irgendwas, Herangehensweise, wo du sagen könntest, hey,
So lässt sich das aufbrechen, so lässt sich das vielleicht sogar verbinden. Also, dass man auch mit Lockerheit, mit Freude an der Sache, an der Sache arbeitet, die an sich keine Freude macht, wie Klimawandel bekämpfen. Ich finde das total wichtig, also dass du immer wieder so eine Balance findest, weil das eine ist dieses Dagegenkämpfen und das andere ist auch die Energie auch nutzen für. Also Ja, das ist genau. oftmals zusammen, aber gleichzeitig, also mir ist jetzt gerade sofort eingefallen, also nur so bei Demonstrationen, Besetzungen, wie auch immer, da wird ja auch viel gesungen. Ja, und das ist ganz wichtig, also auch nicht nur für den Gruppenzusammenhalt, sondern einfach auch, damit du eine Bewegung hast. Ja, Und Angst ist ja nicht möglich, während man singt. das auch. Ja, also da Singen hat ganz viele Funktionen. Lachen genauso und Bewegung. Also das ist extrem wichtig, bevor du in die Depression kommst. Ja, gut, klar, eine Wenn du in Depression der ist nicht Depression bist, wird es wegschnittbar. So. schwierig. Aber ich würde jetzt, also Depression ist ein bisschen zu krasses Wort. Also ich würde sagen, diese Mischung irgendwo zwischen schlecht gelaunt und depressiver Verstimmung, wo die Depression dann später Ja. kommt noch, aber wo man halt einfach immer wieder, also es gibt viele, die es ständig runterzieht und sich auch aufreiben, also auch einfach die Welt Ja. alleine retten wollen, so, ne? Und Also ich kann das total nachvollziehen. Ich habe früher, glaube ich, sogar noch öfter solche Phasen gehabt, wo ich echt dachte, so, boah, das wird nie was, ja. Und was ich mittlerweile wirklich empfehle, ist also tanzen, dass man einfach sich bewegt, ganz doll. Und es gibt ja auch also einfach dieses Lachen, ja. Also man kann ja, ich nenne das lachendes Becken. Das sind einfach Bewegungen, also aus der Schaukel, aus der Beckenschaukel heraus. Und das macht was mit dir, weil du holst die Energie hoch und du holst aber auch die Gefühle hoch. Und irgendwann kommt das Heulen, es kommt das Lachen und du befreist dich auch ein bisschen aus diesen Verspannungen. Es ist total wichtig auch, ja. Und das andere ist natürlich, was immer, immer, immer hilft, ist wirklich dieser Humor, ja, auch schwarzer Humor. Also so, dass man in der Gruppe zusammen ablacht und wirklich diese normalisierenden Witze macht, also wo man dann sagt, ne, also irgendwie durchaus sagt so, ja, mir fällt jetzt natürlich keiner ein, aber ne, Humor ist therapeutisch. Das heißt, du bestätigst, dass du auf dem richtigen Weg bist und die anderen es einfach noch nicht checken oder sowas, ja. Also da werden dann die Witze drüber gemacht und dann muss man auch zusammen ablachen. Das ist total wichtig. Ja. Ja, wobei da bin ich ja vorsichtig. Also ich glaube, ich weiß so, was du meinst, aber jetzt auch weil es nur so ein kurzer Satz war, drüber lachen. Also ich unterscheide schon relativ klar zwischen, also man kann auch über was lachen, so ist ja gar keine Frage, so ist in Ordnung. Aber dieses sich selbst erhöhende Lachen, wie also ganz klassisch, so, haha, schau, da liegt da im Dreck, haha, ne? Ja, das ist es Meinst du natürlich natürlich nicht, klar. nicht. Ne? Das ist auch ganz wichtig, weil dieses erhöhende Lachen oder Auslachen, das hat bekanntermaßen keine guten Ergebnisse, also auch nicht in dir selber, Genau. sondern es muss ein positives sein, also ein solidarisches. Das heißt, du lachst mit den anderen gemeinsam darüber, dass ihr schön gesungen habt oder so, ne? So, weil man dann halt weiß, so, naja, es ist halt nur ein kleiner Beitrag zur Veränderung der Welt, wenn wir da irgendwo blockieren, auf die Straße gehen, auf die Bäume gehen und dann singen, ja. Dass man dann, weißt du, hinterher dann sagt, ja, aber wir haben schön gesungen, ja. Das wäre jetzt so ein Witz, wo man dann einfach auch lachen kann und gleichzeitig auch weiß, so, ja, es ist halt nur ein kleiner Teil und all along wird sich aber ganz bestimmt was verändern. Und das ist zum Beispiel auch was, wo ich immer wieder sage, guck mal zurück, was alles schon passiert ist. Ja, also guck nicht nach vorne, wie viel noch zu tun ist, weil das sind riesige Mount Everest, wenn überhaupt die noch zu erklimmen sind. Aber wenn du zurückguckst und dann sagst du, aber guck mal, hier sind die Leute auf die Straße gegangen und in den 70ern haben sie das analysiert, in den 80ern war das los und in den 90ern haben sie das gemacht. Also, dass man dann sagt, und jetzt ist Greta da, die Next Generation ist auf der Straße, ne? Und hier haben sie im Meer die tolle Schiffe entwickelt, wo die den Müll einsammeln und dass man einfach sich auch ganz bewusst die positiven Ereignisse klar macht. Und das macht man zu wenig. Ja, na Also, klar, dass man mehr feiert, was haben wir schon erreicht? also gerade in dieser Thema, wo halt der Fokus geht natürlich automatisch immer aufs Schlechte bei Klimawandel, Biodiversitätskrise ist da jetzt einfach mal eingepreist.
Ja, also lachen jetzt vielleicht, also klingt da ja nach einer, also lachen als Folge der Freude, also eigentlich die Freude als Ausdruck, also der Ausdruck der Freude ist dann das Lachen. Denn wenn ich jetzt dieses Negativbeispiel des sich Erhöhenden über jemand Lachen nimmst, dann ist ja da ja eben keine Freude drin, sondern dann ist das Ja, ja aber eher eine Lachen ist nicht nur Verdrängung. Freude. Lachen kann einfach nur Ablachen sein. Ja? Das Tolle beim Lachen ist tatsächlich, dass es was mit dem Körper macht. Ja, das ist eine Grundfunktion des Körpers, um sich zu schütteln. Und dadurch machst du die Spannungen weg. Ja? Und deswegen gibt es ja manchmal auch so Anfälle, so, wo du hinterher dann denkst, so, oh, das fühlt sich so geil an. Ja? Das ist ja wie so, wow, so eine schöne Dusche oder ein Orgasmus, man nennt es auch manchmal sozialer Orgasmus, wenn so eine Gruppe dann so total ablacht und nicht mehr aufhört zu lachen oder so. Also das hat ganz viele Funktionen und es ist nicht nur Freude. Also ich kann auch also mit Traurigkeit lachen oder es schlägt um. Und das ist ja also wirklich dieses Spannende am Lachen auch. Naja, also Freude ist vielleicht wirklich ein falsches Wort. Also aber ist so dieses, also ein positives Gefühl, auch wenn es wirklich aus einer Spannung, Anspannung kommt. Also dieses selbst Ja. gibt ja auch diese Situation, wo Leute einfach loslachen müssen in einer Ja. Situation, die einfach, haben gerade gehört, dass ein Bekannter gestorben ist oder sowas. Und fangen das Lachen an. Schämen sich dabei auch noch ein bisschen dafür, natürlich, wenn jemand dabei ist, klar, weil es komisch ist. Aber ist das zum Beispiel dann auch so ein tatsächlicher Zusammenhang, dass man dann vielleicht diese eine überbordende Verspannung direkt wieder los Ja, wird? absolut. Und das ist was Tolles. Also wir sollten das begrüßen, wenn so ein Lachanfall kommt. Ich meine, das eine ist kulturell, du hast gerade mit Charme gesagt, in anderen Mexiko, ne, so, da wird gelacht und gefeiert, wenn jemand stirbt. Ne? So von, hey, sie hat es geschafft, guten Flug. Ja. Das wünsche ich mir für mich auch. Ja. Aber ja, ne, wo wir ja wieder Aber beim Punkt sind, letztendlich, ne? dieser Mechanismus ist tatsächlich diese Lachen, ne, also einfach rauslassen, also einfach diese Spannung rauslassen, ausatmen. Lachen, tönen, ne? Also all das, was diesen Druck, diese Hemmungen, Verklemmungen macht, wenn wir das rauslassen, dann geht es uns gleich besser. Und auf der anderen Seite dann auch mehr Kraft übrig, tatsächlich für das, woher das Lachen in dem Fall kam, dass man viel Aktivismus macht, viel mit Klimawandel zu tun hat und dann vielleicht auch überfordert und dann kommt so ein Lachanfall oder man wird eingeladen in eine Lachgruppe bei dir oder wie auch immer halt, ne? Und dann bleibt mehr Energie wieder übrig für das, was Genau. man ja auch tatsächlich will, weil es geht ja jetzt nicht darum, jetzt nur noch zu lachen und lass die Sachen liegen, sondern es soll sich ja verbinden. Ganz genau. Also insofern geht es wirklich mehr um auch diesen positiven Blick auf dich und die Welt. Also dass man den Stress ablegt, abwirft, abschüttelt und dann auch nochmal sehen kann, wo will ich eigentlich hin? Ja, so was ist mir wichtig. Und da kanalisiere ich dann wieder. Ja, Ja. also du hast einen tiefen und tiefen Zugang zum Lachen, lachst viel auch sehr praktisch, ne? Und du kennst dich damit auch aus. Klar. Das sage ich jetzt, wiederhole ich jetzt nur deswegen nochmal, weil mit Sexualität ist es genauso. Ich gehe jetzt mal von aus, ohne es zu wissen, dass du einen sehr gesunden Zugang zu deiner Sexualität ganz persönlich auch hast. Und Ich hoffe, ich ja. hoffen nur mal, dass alle. Aber ich unterstelle es dir jetzt einfach mal. Und auch, dass die vielleicht nicht nur gesund, sondern auch vielfältig und gerne genutzt, also auch praktisch. So. Ist das, würdest du da von deiner Seite auch sagen, so auch Sexualität eine ganz ähnliche Funktion wie eben Lachen in Stresssituationen oder in einem Druck, also nicht explizit kurze kleine Situationen so, sondern ne, in Stresszeiten, in diesen, also wie jetzt das gleiche mit dem Lachen halt. Klimawandel, man ist gestresst, oh Gott, jetzt machen wir mal einen Witz. Ne? Klimawandel, man ist gestresst, aber man hat halt auch Mach mal einfach Freude. mal ein bisschen Sex. Ja? Naja, kann ja auch mal Ja, gut tun. natürlich. Natürlich. Also Sexualität kann absolut entspannend sein. Im besten Falle ist es das. Und wichtig ist aber schon auch, also mit sich selber ist es zum Beispiel toll, wenn wir genauer hingucken und zu sehen, was für einen Stress baue ich denn gerade ab. Ja? Also da noch mal ein bisschen bewusster zu werden, das finde ich immer wieder schön, sich ein bisschen klar zu machen. Also man, ne, muss jetzt nicht dauernd überlegen, so was mache ich da, sondern einfach mal mit überlegen, was für einen Stress habe ich gerade, wie fühlt sich denn gerade die Sexualität an, ne, welche Art von Orgasmen habe ich und Oder vor allen auch. Dingen mit PartnerInnen, ja, also dass man da schon auch drüber spricht.
Weil oftmals, ne, lässt man ja auch da Spannung einfach ab und die andere Person will das vielleicht gar nicht so oder merkt so, oh, was war das denn, ja? Also, dass man da auch nochmal ein bisschen bewusster mit umgeht, find ich wichtig. Und konsensuell heißt eben auch, dass man vielleicht vorher auch mal sagt, so, boah, ich habe total Stress auf der Arbeit gehabt oder ich habe total Stress auf der Demo und nur so irgendwie, was ist denn das gerade, wie wir unterwegs sind? Und dann kann man natürlich auch überlegen, welche Art von Sex passt jetzt dazu oder will die andere Person das überhaupt jetzt so mitmachen oder. Okay, Also so, da ne? Okay. nochmal, indem wir, dass wir da in eine konsensuelle Nummer kommen, das wäre mir wichtig und Sowieso, nochmal ein ja. bisschen bewusster hingucken, ne, so. Was kommt da gerade raus? Also das kann ja manchmal auch eine sehr auch aggressiv sein, ja. Klar. Also je nachdem, was für ein Stress das ist. Und wenn ich das aber weiß, kann ich das eben auch in die Form der Sexualität fließen lassen und das auch bewusst tun. Ja. Genau, also dass Sexualität ein Miteinander ist und dass man nicht einfach jemanden gebraucht, will ich jetzt mal für den Rest des Podcasts unterstellen, dass wir das so meinen. Ja. Ich Und betone es immer wieder, ne, weil vieles mach passiert klar. einfach sehr automatisch oder Ja. eben auch unbewusst. Ja. Ne? Und leider ist es in vielen Filmen ja auch so. Also die Filme, die wir sehen ja sehr selten, wie Sexualität mit Gefühlen zusammenhängt, außer jetzt die tollste Liebe Ja, oder oder auch mit sowas, ja. Nicht-Perfektion. So, oder auch mit nicht-perfekt sein. Also das ist ja auch Ja, so ein Ding. genau. Also das ist eine sehr, sehr einseitige, sehr normierte ja, Variante von Sex, die wir in den Medien sehen. Und da kommen also lang nicht die verschiedensten Varianten oder Emotionen oder was der Alltag damit zu tun hat oder die Psyche oder whatever, das sehen wir nicht. Ich würde gerade nochmal auf das, was du gesagt hast, zurückkommen. Also es hat sich jetzt für mich erstmal so verstanden, so, ich habe diesen Stress, ich überlege mir jetzt, wie kann ich mit meiner Sexualität umgehen? Also zum Beispiel auch, ich bin jetzt übel sauer, ich würde jetzt echt ein bisschen brutaler werden, aber hey, das will mein Mann, meine Frau nicht. Aber natürlich auch für mich selbst, was tut mir jetzt dann gut? Also ich sitze im Zug auf dem Weg von der Demo zurück und was tut mir dann gut? Jetzt mal andersrum gefragt. Man hat ja oft eben Sex und das ist ja auch schön und gut so, ohne sich solche Gedanken zu machen. Trotzdem kann es sein, dass man sich auch komplett ohne solche Gedanken zu machen natürlich entlädt. Also solche Sachen entlädt. In welcher Form auch immer. Würdest du auch dazu raten, dass man auch rückblickend, also zum Beispiel dann vielleicht gerade so eine Sache macht, irgendwie mit dem Partner dann nach dem Sex nochmal drüber sprechen, so hey, was war denn jetzt gerade los, ohne dass wir es vorher schon in eine Bahn gelegt haben? Ja, absolut. Also immer sprechen vorher, währenddessen und auch hinterher, weil manchmal ist es einem ja nicht so bewusst. Und natürlich trägt es sehr dazu bei, wenn ich hinterher mich frage, was war das denn jetzt gerade, ja? So, oder eben auch die Partnerin dann eben auch mal sagt so, oh, was hast du denn gerade am Laufen, ja? Also und das hilft ja allen, dass wir uns besser verstehen, dass wir sehen, wie alles miteinander zusammenhängt und nicht einfach Sex hier getrennt von uns ist und hier sind die Gedanken und da sind die Gefühle. Ja, Wir also das mehr teilweise. miteinander verbinden. Wir teilweise auch Körper, also jetzt mal auch ohne Ja. Sex, ne? Ja, da heißt der Körper und ne, also diese christliche Vorstellung von der Körper stirbt, der Geist geht in den Himmel, die ja ganz tief gesellschaftlich verwurzelt ist, auch Ja, bei totaler Nichtchristen. Quatsch. Ja, gut. ne, aber Das genau, erinnert es mich aber trennt ja daran, auch es gibt total. ja so sehr schöne, also auch in matriarchalen Gesellschaften, die feiern, ich habe dir ja vorhin gesagt, dass wir auch diese Jahreskreisfeste feiern. Und da wird zum Beispiel Sexualität durchaus mit einbezogen. Das heißt, es gibt zum Beispiel im Frühling, also Mai ist ja so diese traditionelle Wonnemonat Mai, und also dann geht es ja wieder los, irgendwie alle fühlen, dass sie Sind wieder an. saftig werden, ja. Und da gibt es einfach so richtige schöne Sexrituale. Und sowas mehr zu praktizieren, also dass wir auch nochmal bewusster werden, so, boah, in welcher Situation bin ich gerade, was hat die Natur eigentlich mit meinem Kreislauf zu tun, was hat es mit meiner Sexualität zu tun? Also wenn die Kastanienblüten, Knospen, ne, also so groß aufgehen, das ist ja immer was, wo alle dann sagen, oh, boah, ist das schön, ja, also wo man dann wirklich so auch selber so fühlt, da geht der Frühling jetzt los, ne, da sind wir, alles sprießt und
Der Lenz ist da, Ja, ne? wir wissen, was wir meinen. Ja, und das ist ja auch ganz Ja. interessant mit dem Zyklus nochmal, weil das ist irgendwie, also Genau. jetzt nicht der weibliche Zyklus, ist auch ein Zyklus, der auch mit Sexualität zu tun hat. Wir haben ja natürlich Aber als alle haben den Zyklus, alle ne? haben Zyklen, das kommt dazu. Dann haben wir auch noch diese immer größer werdenden Zyklen von Geburt bis Tod zum Beispiel Ja. oder von eben ne, dem Zyklus, also jetzt nicht monatlich, sondern jetzt nehmen wir dieses jährlichen Zyklus, den du gerade beschrieben hast, mit ah, Frühling kommt wieder und so weiter, dann kommt auch wieder der Herbst und so weiter und so fort. Und dann halt dieser jährliche Zyklus ist halt eine gute Sache, weil da finde ich diese auch wieder schön, wenn man sich mit, zum Beispiel jetzt mal gar nicht mit Sexualität beschäftigt, sondern mit Gärtnern, schon hat man einen ganz anderen Zugang zu diesen Zyklen, zu Ja. diesen natürlichen Zyklen, die wir ja jetzt durch Klimawandel ganz stark stören. Also ich zum Beispiel, mir muss mir nur das Wort Waldmeister sagen, da fange ich das Weinen an, weil ich habe schon seit langem eine schöne große Waldmeisterecke in meinem Garten und die schrumpft ganz hart weg. Also das ist irgendwie der braucht zum Beispiel Frostzeiten zum ne, Frostkeimer und so weiter und so fort. Und wir auch wieder bei diesem Bewusstsein sind, Bewusstsein für sich Ja. selbst, Bewusstsein für die Abläufe, nicht nur für Ja. das, was man sich an Kleidung, Schminke, Krone, sonst was aufsetzen kann, also kaschieren letztlich, sondern ne, und für diese weiteren Dinge. Ich würde es mal zur Klimaszene wieder. Denn das ist ja auch eine Sache, also da bin ich sehr gespannt, was du zu sagst. Die aktuelle moderne Klimaszene, Greta Thunberg zum Beispiel, hat ja angefangen damit oder hat es weit losgetreten, ist eine sehr, sehr weibliche Klimaszene auch. Also, ne, Kalle Rehnsma, Luisa Neubauer zum Beispiel hier, Annalena Baerbock war Kanzlerkandidatin und so weiter und so weiter und so weiter. Siehst du da jetzt aus zum Beispiel diesen gesellschaftlichen Dingen, Verdrängung von Natur, Verdrängung von Weiblichkeit, Entschuldigung, dass ich diese Analogie nochmal kurz so halb anspreche, und so weiter und solche Geschichten halt, also alles Mögliche. Siehst du da eine logische Konsequenz drin tatsächlich in diesem, der alte weiße Mann ist ja auch so ein ganz, ist ja auch ein sexueller, geschlechtlicher Begriff, ist ja nicht die alte weiße Person, sondern es ist der alte weiße Mann, der als Feindbild, als Figur für diesen CEO, der sagt, na gut, mach doch nochmal irgendwie die Kubikmeter Regenwald platt, kriegt mal Geld für. Steht. Also ist diese Weiblichkeit in dieser Szene, ist das Zufall? Steckt da mehr dahinter? Wie würdest du das beschreiben? Es ist sicherlich kein Zufall. Ich denke, dass also eigentlich in allen sozialen Bewegungen in erster Linie Frauen unterwegs sind. Und Okay. zwar nicht nur aus der diskriminierten Position raus, aber auch, weil du ja natürlich dann auch sensibler bist für alle möglichen Eindrücke oder Drücke überhaupt, also Druck, Spannung, ne? Also wo stimmt irgendwas nicht? Aber dass du natürlich, wenn du in einer sozialen Bewegung unterwegs bist, ne, also gerade Frauen, wenn sie zum Beispiel in der linken Szene unterwegs waren oder sind, und gegen das Kapital irgendwie kämpfen, ja, also Marxistinnen und Trotzkistinnen und wie sie alle heißen und heute heißen, dann stellt sie ja ganz schnell fest, oh, aber sexistisch sind die hier aber auch, ja. Also kriegst du den nächsten Punkt, wo du denkst, ah, wir müssen das zusammen denken, ja. Dann kommt der nächste Punkt, Rassismus, ne, so dass du dann feststellst, oh, aber Rassismus gibt es hier auch, ja. Und dann sieht man, ah, Umwelt. Ah, hier wird aber doch auch für Krieg plädiert. Ah, also dann da bist du einfach sehr aufmerksam für solche intersektionalen Bedingungen, ja. Überschneidungen, ne? So heißt es jetzt. Also eigentlich ist es dieses Interdisziplinäre oder dass man sagt, so, diese Sachen greifen ineinander und natürlich merkst du das sehr, sehr schnell. Und es ist ja nicht so, dass einfach nur so, also Frauenbewegung oder Feminismus nur für die Frauen kämpfen würde. Das hat noch nie gestimmt. Ja, es war immer, ne? Also wenn für Wahlrecht gekämpft wurde, dann war es für das Wahlrecht von allen, die keins hatten. Ja, und dann gab es Okay. erst die Kooperationen und dann gab es immer Gruppen, die gesagt haben, so, wir probieren es jetzt hier wird koaliert, hier wird es anders, ja. Und deswegen denke ich, dass es total klar ist, dass es in erster Linie wieder die Frauen sind, die auf die Straße gehen. Und natürlich sind es die jungen Frauen, weil ich meine,
Gut, das ist halt ein krasses Thema, weil da kommen wir ja an den Punkt, wo wir sagen müssen, also es sind erstmal die Jungen ja allgemein, weil die betrifft es in der Zukunft schlimmer, aber gerade die jungen Frauen, also das sind alle schon Momente, wo ich sage, okay, da muss man doch mindestens jeden Tag eine in den Bundestag stellen, die das denen mal klar macht, warum sich eine junge Frau entscheidet, keine Kinder mehr kriegen zu wollen. Also da geht es mir einen kalten Rücken runter. Nicht, dass eine Frau Kinder kriegen muss, kann ja jeder entscheiden, wie sie will. Aber wenn sie eigentlich will, wenn sie sagt, boah, ich habe, aber aus diesen Gründen sagt nein, das ist halt schon arg. Also da kommt man an einen Punkt, wo man wirklich sagen muss, da muss das Problem arg sein. Also nicht die Reaktion. Also die ist auch deutlich, aber halt arg. Wie könnte man dann aber die Brücke schlagen? Weil letztlich ist es ja, also das, wenn eine unterdrückte Gruppe aufbegehrt, aus den allernachvollziehbarsten Gründen, dann ist aber die unterdrückende Gruppe trotzdem angegriffen, weil die verliert was. Das ist ja logisches Ding erstmal. Und wir sehen es ja auch ganz deutlich jetzt, ne? Gerade wenn wir die Klimaszene haben, die sehr weiblich ist, auch auf eine sehr weibliche Art. Also dieses, oh, Frauen stellen sich vorne hin und gehen voran, Frauen wollen Kanzler werden, Frauen wollen lalala und so, ne? Und diese ganzen Geschichten. Die Reaktion auf der Seite des, ich nachsage, nennen wir wieder so, klassischen alten weißen Mannes, ist natürlich auch deftig. Ne? Also das, also diese ganzen, also bis hin, wirklich, und das ist jetzt nicht übertrieben, bis hin zu Vergewaltigungsfantasien Greta Thunberg gegenüber, und das ist heute genauso schlimm, aber vor 2 Jahren war die noch nicht mal erwachsen. Also das ist natürlich, ich sehe da jetzt erstmal schwierig, da Konsens zu schaffen. Man muss auch nicht mit allem Konsens haben. Klar. Aber wir haben jetzt beim Klima das Problem, dass wir, wenn wir als Menschen zu sehr gegeneinander kämpfen, dann rennt uns das Klima über den Haufen. Also siehst du da eine Chance? Ich glaube, es ist total wichtig, dass es so Personen wie Greta Thunberg gibt und überhaupt die jungen Klar. Mädels, die jetzt auf der Straße sind. Und zwar auch für die Kinder von diesen alten weißen Männern. Ah, okay. Weil da geht nochmal was anderes los über den persönlichen Weg. Also so groß, wie sie sich geben als die dümmsten oder die größten Sexisten und Imperialisten und Katastrophen und Kriegstreiber, glaube ich, dass es eine Chance gibt, sagen wir mal so, ne, dass es eine Chance im Persönlichen auch gibt. Ne? Also das eine ist eine gesellschaftliche Demonstration und es gibt neue Bewegungen oder neu-alte Bewegungen, die darauf aufmerksam machen. Und gleichzeitig ist es so wichtig, dass die Generationen also in dem Haus oder von diesen Familien, dass die eben auch sehen, so. Da sind junge Mädels, die sind genauso alt wie ich, so, es interessiert mich. Und dann gibt es Kinder, die dann aufbegehren und es gibt Kinder, die den gleichen Weg einschlagen. Aber es ist auch hier, es ist einfach so wichtig, dass wir Bilder sehen von anderen Möglichkeiten. Und letztendlich ist es ja auch, also ich meine, nur so die Zeit der weißen alten Säcke ist einfach auch langsam vorbei. Ja, es ist nochmal ein Aufbegehren und zwar ein dolles. Corona Und da geht auch beschleunigt. die ganze Aufmerksamkeit drauf. Und auch hier würde ich nochmal betonen, wenn wir viel mehr Beispiele davon bringen würden aus der ganzen Welt, wo soziale Bewegungen aktiv sind, stark sind, nur wie groß die sind. Allein dieser Frauenstreik in der Schweiz, der durchs ganze Land ging, ja. Das war unglaublich und die wenigsten haben es Genau, das ist jetzt mitgekriegt. interessant. Welchen meinst denn du? Also ich weiß jetzt gerade von nichts Aktuellem. Das ist vielleicht genau das Aktuell, Problem. ist es dieses Jahr oder wann war das? War das letztes Jahr? Es war ein Streik der Frauen gegen die diskriminierenden Verhältnisse gegen alles Mögliche. Und er ging durch das ganze Land. Das war Okay. unglaublich. Wir haben eine Kette gebildet durch das ganze Land. Und das Ding ist, es war eine ganz kurze Notiz. Genauso wie, keine Ahnung, in Indien, die Frauenbewegung ist extrem stark. Ja. Und es wird einfach nicht über sie berichtet. Warum nicht? Ist schon klar. Ja Ja. gut, das ist ein Angriff wieder auf den Mann. Also wenn der Mann berichten soll, wenn der Chef, also dessen Bildchefredakteur da jetzt keine Lust hat, darüber zu berichten, finde ich nicht gut, aber ich kann es nachvollziehen, woher es kommt. Ja, klar. Aber es ist ja selbst in linken Medien oder in, ne, also in Social Media, wo man jetzt
auch nicht wirklich so mitkriegt. Ne? Und klar, die chinesische Frauenbewegung sitzt in New York. Logo. Aber ne, also auch, da gibt es ja auch eine Umweltbewegung und. Es gibt ja überall passiert ja was. Also da, ich glaube, dass da das auch noch ein wichtiger Punkt ist, da einfach nochmal mehr auch das Positive, nicht nur das Positive zu sehen, sondern darüber zu berichten, weil ich glaube, dass wir viel, viel stärker sind, als man denkt. Und das ist auch die Chance. Ne? Also das eine ist dieses Persönliche, das andere ist die Bilder, die wir also tatsächlich sehen. Greta ist eine sehr präsente Person, die hat schon ganz viele Gleichgesinnte, Gleichaltrige mit angezogen. Und das schlägt ja dann Wellen. Ich glaube, das ist wichtig. Vor allem, was ja auch immer wieder zu sehen ist, also jegliche andere unterdrückte Gruppe ist eine Minderheit. Also auch die Schwarzen in den Ja, USA ist sind eine Minderheit. genau. Die einzige unterdrückte Gruppe, die keine Minderheit ist, sind Frauen. Also 50-50 Pi mal Daumen. Ich glaube, es Das sind stimmt. ein paar mehr Frauen auf der Welt so. Aber ne, das, und trotzdem, also das ist ja auch immer interessant, dass man tatsächlich so in so einem Gespräch, also ich hatte jetzt gerade diesen Moment in dem Gespräch, wo du jetzt gerade so was gesagt hast, auch irgendwie so, dass mir echt noch mal kurz selber ins Bewusstsein so ist, Moment, wir sprechen hier nicht von Minderheit, so, sondern Ja. wir sprechen zwar wie über eine Minderheit mit diesen ganzen Ja. Problemen, aber wir sprechen nicht über eine Minderheit, die diese Genau. Probleme auch nicht haben sollen, nur weil sie Minderheit ist, klar, aber ne, einfach der Stichpunkt, welche Kraft wir eigentlich haben, was du gesagt hast, aus Sicht der Frauen. Absolut. Also deswegen ist ja auch diese Angst immer mal wieder, wenn Frauen streiken, ne? Also dieser Gebärstreik, das ist ja ein Mittel, den Ja. gibt es ja nicht nur bei den Mythen, sondern immer wieder wird er rausgeholt und wird auch auf Theater und sonst was immer wieder inszeniert, um daran zu erinnern, was für eine Kraft das ist. Klar. Und tatsächlich, also zu verweigern, einfach Kinder in die Welt zu setzen, das machen viele. Ja, und je mehr Bewusstsein sie haben und je mehr sie aus ihrem normierten Leben ausbrechen, umso mehr verweigern sie natürlich, Kinder in die Welt zu setzen. In diese. Naja, das wäre Kann halt. man demografisch sehr schön sehen. Ja. Aber gut, könnten wir jetzt noch vom Hundertsten ins Tausendste, dann verpasst du heute einen Abend, das wollen wir auch nicht. Wir hatten so ein schönes Gespräch und dann magst du mich nicht mehr wegen. Verpasst mal, das wäre blöde. Ja, Laura, falls du jetzt noch irgendeinen Abschluss hast, würde ich jetzt einfach sagen: offener Slot, Aufruf, Botschaft. Grüße Ich sage jemanden, ja ich immer weiß gerne Viva la Vulva und nicht. damit meine ich natürlich Ist für okay. alle.